Top 10 Paldea-Pokémon. Wir schauen uns aber an. Pokémon Spiele Karmazin und Pupo sind ja wahrscheinlich in allen Belangen so ziemlich die umstrittensten Pokémon-Spiele, die wir je hatten. Was viel heißen muss, denn wir haben Legenden Arceus bekommen und wir haben Gen 4 Remakes bekommen. Aber irgendwie schafft es Game Freak tatsächlich jedes Jahr ein neues Spiel rauszubringen, das ein bisschen kontroverser ist. Und auch die Pokémon der Generation sind tatsächlich recht umstritten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber meiner Meinung nach gibt es da ein paar echte Goldschätze und um die kümmern wir uns heute. Dementsprechend gibt es heute meine Top 10 der Paldea-Pokémon. Ich habe das Ganze auch für jede andere Region gemacht. Ich packe euch die Playlist einfach mal unten in die Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze von Kanto bis zu Galar auch einmal nachholen möchtet. Wir fangen an, Platz 10. Und hier hätten wir einmal Azur Glades. Ich muss ja ein bisschen aufpassen. 10! Das ist bei ihm Platz 10. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also alles, was unter Azur Glades ist, jetzt bin ich gespannt, ne? Das heißt, jedes Pokémon, was jetzt nach Azur Glades kommt, findet er besser als Azur Glades, ne? Dass ich mit einem gewissen, ja, Klemmbausteinmacher nicht in Stress komme. Aber ich finde, das Ding sieht halt ein bisschen aus wie ein Bionicle. Und was soll ich sagen? Ich bin ein Kind von Kultur gewesen, okay? Ich hatte natürlich meine Bionicles. Ich persönlich muss sagen, ich mag es ein bisschen mehr, weil ich fand Schwerter halt schon immer cooler, ja, als einfach nur irgendwelche Kanonen. Und dementsprechend mag ich also klar, das halt mehr... Also Zekian ist echt cool. Also da bin ich auch... Ja. Ja, Schwerter sind ultra cool. Also Azur Glades, Zacian, ultra cool. Vor allem, weil es halt auch noch so in die Farbe so blau-lila geht. Und das mag ich halt persönlich mehr als rot, was ein bisschen weird ist, weil der Hintergrund aktuell rot ist. Aber trotzdem muss ich sagen, gefällt mir Azur Glades persönlich einfach ein bisschen mehr. Ich bin kein großer Fan tatsächlich von den Beinen. Das hat mich damals schon beim Mega Sherox ein bisschen gestört, dass die einfach so spitz zulaufen. Es ein bisschen aussieht, als würde man auf Stelzen laufen. Da bin ich auch nicht unbedingt da der größte Fan von. Aber trotzdem verdient der Platz 10. Für Azur Glades. Platz Nummer 9. Hier hätten wir einmal Koraidon. Spoiler. Okay. Also Koraidon soll besser. Ja, okay. Koraidon ist schon cool. Okay. Ja. Miraidon wird nicht in der Liste sein. Miraidon hat es tatsächlich so in die Top 12 geschafft. Was? Also komplett falsche Liste schon mal. Perfekt. Okay. Schafft uns dann ganz leicht nicht reingeschafft. Das Ding ist einfach nur, wenn ich zum Beispiel ja irgendwelche RPGs spiele, dann mag ich doch meist eher tatsächlich welche, die so ein bisschen in der Vergangenheit spielen, beziehungsweise so ein bisschen mittelalterlich und bin jetzt nicht unbedingt der allergrößte Fan von so futuristischen RPGs. Dementsprechend mag ich das Design von Antiqua auch mehr als das von Futurus und dementsprechend eben auch Koraidon mehr als Miraidon. Da ist es jetzt umgedreht. Das Ding ist rot und das Gegenstück ist halt blau und da mag ich jetzt tatsächlich mal das rote mehr. Aber ich persönlich habe mir auch als erstes Karmesin geholt, unter anderem, weil ich Koraidon dann doch noch ein kleines Stückchen cooler fand. So, Miraidon hat echt gut aufgeholt. Anfangs war ich echt kein Fan davon, aber Koraidon verdient da Platz 9. Platz Nummer 8 und ich werde mich an die Namen wahrscheinlich eine lange, lange Zeit nicht... Oh, die Liste ist jetzt schon vorbei. Also, Liste ist jetzt schon komplett... Ja, egal. Schön, aber das ist Riesenzahn. Riesenzahn ist quasi das, nennen wir es antike Donphan. So, es ist halt ein Bodenkampf-Pokémon, ist damit einzigartig, denn es ist das erste Bodenkampf-Pokémon. Es wundert mich immer noch, dass wir so lange kein Bodenkampf-Pokémon bekommen haben. Warum hat das so lange gedauert? Aber wie gesagt, ich bin halt so ein Sucker für so prähistorisch-antike Designs ein bisschen. Und ich muss sagen... Was schauen wir an? Top 10 Paldea-Pokémon. Und Platz 8 ist einfach dieser Paradox Donphan. Was? Es gibt doch safe bessere Pokémon. Top 10, ne? Also ich call, es muss Granfogita kommen. Ja, Bro, dass Miraidon nicht drin ist. Es muss Skelecroc kommen, es muss Maskagato kommen, also die beiden Starter. Der Wasserstarter ist nicht drin. Monetigo. Ja, okay. Mehr call ich nicht. Ich finde das echt cool, so gerade die Stoße, die nochmal so viel größer sind und alles und das ganze Design ist, weiß nicht, das hat einfach was richtig Bedrohliches, ich persönlich mag das und dementsprechend ist der Urelefant... Die coolsten, es geht nur um Aussehen, wichtig, ne? Auf der 8. Im letzten Video habe ich es einmal schon mal angesprochen, Platz Nummer 7. Agilusa. Ich muss sagen, ich finde das Design von Agilusa richtig, richtig gut. Ich sehe absolut nicht, dass das Ding Wasserpsycho ist. Ich sehe das voll bei Stahlgift und ich sitze gerade schon am Video, wo wir uns 5 neue Attacken ausdenken und das Ding wird eine Signature-Attacke bekommen. Das schwöre ich euch jetzt schon. Ich muss sagen... Ich glaube, zeig mal, Pokebatzi. Krass, hat sogar 10.000 Klicks. Krass, also wie sind die Kommentare zu dem Video? Pamos Entwicklungsreihe, ja, okay. Also keiner sagt dagegen was. Krass. Niemand sagt dagegen was. Vorbei. Bro, ich glaube, ich muss eine eigene Top 10 machen. Das war's ja.
Ich finde so einen Stahl-Giftfisch vom Design her einfach gut. Und wahrscheinlich wird er irgendwann noch rausrotieren, weil ich irgendwann auch innerlich akzeptieren muss, dass das Ding eben nicht Stahlgift ist, sondern eben Wasserpsycho. Aber trotzdem mag ich das Design. Du hast ja Knattertox. Das ist ja Stahlgift. Komm, geh doch zu Knattertox. Schon ein großer Fan vom Propellerfisch Barakiefer aus der 8. Generation. Und jetzt habe ich nochmal so einen coolen Fisch bekommen. Ich weiß nicht, ich mag Fische. Der nervt so heftig. Der nervt so heftig. Ich hasse den. Das wäre sogar in meiner Top 10 Hass-Pokémon-Liste. Also genau, Herderschein muss noch. Herderschein muss. Fische irgendwie sympathisch, so mit denen kann man sich unterhalten. Platz 6 ist ein Pokémon, das habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich tatsächlich einfach in der Welt rumgelaufen bin. Ich muss das ins Ziel nehmen. Und zwar ist es der einzig wahre alaskanische Stierwurm Schlurm. Ich muss sagen, wahrscheinlich 85%, warum ich dieses Pokémon mag, ist halt einfach der Name. Ich finde Schlurm, das heißt einfach Schlurm. Wie kann man das nicht lieben? Reines Stahl-Pokémon, das mit seiner Fähigkeit einfach mal immun gegen Bodenattacken ist, die das Ding sogar noch heilen, ne? Wie OP willst du... Also ist das gerade eine Liste für Top 10 die schlechtesten Pokémon oder ist es eine Top 10 der besten Pokémon? Also ich bin ja... Krass, ich bin ja komplett raus bei jedem... Also Koraidon fühle ich noch, also klar das auch... Aber bei den letzten sind wir jetzt abgedriftet, also vorbei. Den Stahltypen noch machen. Also jetzt halt wirklich, das ist ein Stahl-Pokémon. Stahl ist ja an sich schon der beste defensive Typ. Schalt einfach ab. Schwächen in die Ecke kommt, was Feuerkampf und Boden ist. Und dann kriegt das Ding einfach eine Fähigkeit, die ihn immun gegen Eisen... Nee, ich muss weiter gucken. Also das ist ja schon... Ich kann nicht mehr. Er findet Schlurm besser als Azugladis und Koraidon. Er findet Schlurm besser als Koraidon und der Fisch auch. Schwächen macht und ihn sogar noch heilt? Wie geil ist das bitte? Nur ihr solltet ihm vielleicht nicht die Zunge zuknoten, das wäre nicht so smart. Platz Nummer 5, und da spielt der Name auch einfach ein bisschen groß mit, ist das Pikachu der Generation Pamomamo. Ich finde es lustig, okay. Von Pamo zu Pamamo zu Pamomamo. Das alleine schon. Pamomamo. Ein Zungenbrecher wie Fischers Fritz oder so. Aber generell, ich finde tatsächlich, dass die Pikachu-Klone in letzter Zeit immer besser werden. Das Ganze hat ab Generation 5 mit Emolga angefangen und ging dann halt weiter mit Deden, Togedemaru und eben dann auch in der letzten mit Morpeko. Und jetzt haben wir einfach ein, ja, neues Pikachu bekommen, was halt einfach, zusätzlich, wenn wir jetzt natürlich noch eins von diesen Paradox-Pokémon dazu nehmen, eine Typen-Kombi bekommen hat, die es tatsächlich noch nicht mal gab vorher mit Elektrokampf. An der Stelle nochmal RIP an unsere gefallenen Brüder, Elavoltag und Elora. Ich mag so ein bisschen die Story, die ich mir selbst ausgedacht habe für Pamo. Und zwar ist das einfach ein kleines Baby auf allen Vieren. Dann wird es ein bisschen größer zu einem Kleinkind, das dann schon stehen kann. Und dann wird es noch ein Stückchen größer zu einem Teenie, der die ersten Haare bekommen hat. Das Ding macht einfach so ein bisschen den Wandel von einem Baby zu einem pubertierenden Teenager durch. Find ich ein bisschen funny. Ich muss sagen, bei der Entwicklung ändert sich da jetzt nicht so krass viel. Also es ist einfach mal das absolute Gegenstück zu jedem Digimon, das jemals existiert hat. Aber ich weiß nicht, ich finde den einfach cool. Ist wie gesagt in meinem Durchspielteam dabei aktuell und ich bin immer noch nicht durch. Und weil ich durch bin, werde ich hierzu nochmal natürlich eine komplette richtige Review machen. Von dem, wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir gern ein Abo da. Und lasst auch gern ein Like da. Dann werdet ihr tatsächlich sehr, sehr cool. Platz. Ich gebe so einen fetten Dislike, Alter. Also ist ja... Okay, wir geben Like, okay. Aber ich würde Dislike geben. Platz Nummer 4. Nigiragi. An den Namen muss ich mich ehrlich gesagt erst noch ein bisschen gewöhnen. Ich finde, der klingt tatsächlich so ein bisschen wie Naganadel, eher Englisch. Ich habe vorhin bei Agedusa schon gesagt, dass ich echt... Ja, ich finde Tatsugiri schon cool, aber halt nur im Competitive-Bereich. Aber an sich ist er scheiße. Ist halt nur ein Fisch, Bro. Also ist halt nicht mehr... An sich ist er scheiße. Aber das, was hinter ihm ist, also dass man ihn mit Herderschein spielt und so, das ist halt cool. Aber mehr nicht. Daniel 2320 Braun sagt Leute, ich mache eine eigene Liste, kein Bock mehr. Ich mache eine, das ist ja. An sich kleine Fische mag und dieser Blick auf diesem Artwork hat mich einfach gecatcht. Es guckt halt einfach richtig skeptical und ich feiere das total. Außerdem finde ich es cool, dass das kleine Ding einfach ein Wasserdrache ist und die Stats sind auch gar nicht mal so bad. Ich bin da einfach ein sehr, sehr großer Fan davon und dementsprechend muss das Ding mit in die Liste rein. Ich liebe den einfach und auch der ist in meinem Team. Ich habe das nämlich gesehen und dann bin ich an die Stelle im Spiel, wo man das Ding fangen kann. Und das, obwohl ich es... Bro, der ist in seinem Team. In seinem Team. Krass. Bei Level 30 mit meinem Pokémon war und das Ding tatsächlich dann so auf Level 51 war und ich versucht habe, es zu fangen. Hab's dementsprechend halt nicht für die Story benutzt, aber ich wollte es schon im Team haben. Ich konnte nicht warten, bis ich da oben dann bin. Ich wollte es haben. Ich find's cool. Yes. Platz Nummer 3 und hier haben wir auch wieder ein Paradox-Pokémon. Donnersichel. Das Ding ist, ich bin tatsächlich nicht der größte Brutalanda-Fan. Es gibt so ein paar Mängel bei Brutalanda, die ich nicht mag. Das finde ich so unbedingt ein... Das ist halt echt das erste Pokémon, was ich sag, ja. Ja, das ist geil. Aber ich würde schon... Es ist schon geil.
Oh, großer Fan von den Flügeln, weil die sehen einfach nur straight aus wie irgendwelche Sicheln. Brutalanda sieht mir einfach ein bisschen zu glatt geleckt für ein Drachen-Pokémon aus. Und dann kommt Donnersichel um die Ecke und nimmt Brutalanda und presst alles Coole in dieses Ding rein und macht einfach das Ding draus. Ja, das ist ein unfassbar cooles Design. Es sieht viel mehr meiner Meinung nach einem richtig coolen Drachen aus. Und Gott, ich habe das Design gesehen und ich freue mich jetzt schon, dass ich Karmesin habe und das Ding finden kann. Ich habe da so Bock drauf. Das heißt, wir werden, by the way, demnächst auch in den Streams, sobald ich die Story durch habe, den Pokédex voll machen. Von dem her, lasst doch gerne schon mal auf Twitch ein Follow da. Donnersichel ist allerdings nur Platz 2 meiner Paradox-Pokémon. Es gibt einfach... Bro, warte mal, was kommt jetzt noch? Das geht ja gar nicht mehr. Also, es kommt... Ja, Bro, wo ist Monitigo? Wo ist Gellerkrog? Wo ist Maskagato? Wo sind die alle? Wo ist Granfogita? Wo sind die alle? Paradox-Pokémon, das ich noch cooler finde, und das ist Eisenfalter. Eisenfalter ist das, ich nenne es Fischfahrer. Ich finde, das ist das schlechteste Paradox-Pokémon, was es gibt. Neben Pummeluff. Weil das ist einfach das gleiche Pokémon. Also das ist wirklich gleich. Botugel ist auch scheiße, aber ich finde, das ist kein gutes Zukunfts-Paradox-Pokémon. Gar nicht. Ramot, also das Zukunfts- Also ich finde Eisenkrieger zum Beispiel echt cool, ne? Die Gardevoir-Form, heftig. Aber das, was? Zukunftsramot, wie unfassbar cool sieht's bitte aus. So, ohne Witz, jetzt mal im Ernst, wie die Flügel, die halt nicht verbunden sind, sondern ein bisschen wie Porygon Zs Kopf, so einfach dranhängen so ein bisschen. Ich finde das Design unfassbar stark, so legit. Also wirklich jetzt, ich finde, das ist so ein unfassbar sexy Design und toppt auch das normale Design von Ramot. Ich bin tatsächlich kein Fan von der, ich nenne es mal, Vergangenheitsform von Ramot. Die finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so krass, sondern ich bin einfach absolut überzeugt von dieser Zukunftsform. Und die werde ich mir definitiv auch noch tauschen lassen. Also da hab ich ja mal sowas von Bock drauf. Ich bin da so gespannt drauf. Ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon auf den Stream, wo wir den Pokédex formen. Ich hoffe, dass du dabei bist. So, Digga, ich bin jetzt so gespannt, was auf Platz 1 kommt, ne? Ich bin so gespannt. Bin ich gerade einfach sehr enttäuscht. Platz Nummer 1 geht an den einzig wahren, den Goat, Swellord. Ja, wahrscheinlich! Ich bin ja nicht der unbedingt der große Fan von diesen, ich nenne es mal Mainstream-Memes ist, aber ganz im Ernst, CR7 hat seinen Segen für dieses Pokémon gegeben. Das sieht einfach aus wie ein Stück Brot. Ich bin ja schon absolut überzeugt davon, dass Molot eines der coolsten Pokémon ist, einfach weil, guckt euch den Blick an. Und dann haben wir ein Paldea Felino bekommen und ich war schon gespannt, so okay. Bro, okay, kein Maskagato, kein Skelecrock, kein Monitigo, kein Granfogita. Miraidon ist gar nicht in der Liste. Vorbei. Der Fisch ist auch nicht drin. Ey, dieser Säbelzahntiger von den Legendären ist auch nicht drin. Bro, was geht denn ab? Wird das jetzt Digga, er hat einfach random 10 Pokémon in die Liste reingeworfen und gesagt, dass das seine Top 10 ist. Bisschen was wie Alola Vulpix zu Alola Vonona, dass wir einfach nur ein Alola Molot bekommen. Oder bekommen wir eigentlich eine komplett neue Entwicklung, was ja auch sein kann. Und wir haben eine komplett neue Entwicklung bekommen mit Swellord. Und ich liebe einfach alles daran. Auch der Boy ist natürlich in meinem Durchspielteam und ich muss einfach sagen, ich liebe den. Ohne Witz, ich möchte ein Swellord küssen haben. Ich möchte. Glatimpero, das ist auch nicht drin, fällt mir gerade ein. Bro, Glatimpero, auch so geiles Pokémon. Hä, was? Ein ganz, ganz großes Kissen von dem Ding haben. Das kommt genau dahin und jede Person, die jemals bei mir zu Besuch ist und in diesem Bett schlafen wird, wird mit diesem Swellord kuscheln müssen. Es ist Pflicht, es ist ein Aufnahmeritual. Gibt's irgendjemand von euch, der das Ding nicht mag? So, jetzt mal wirklich, so, wie kann man das... Guck mal, dieses Pokémon mögen Leute nur wegen dem Meme. Das Pokémon ist scheiße hässlich. Es ist so fucking hässlich, das mögen Leute nur wegen dem Meme. Weil das halt so ein bisschen dümmer aussieht und es einfach groß und dick ist. Das Pokémon ist... Guck mal, das ist einfach braun, das ist ein brauner Haufen, Alter. Das ist einfach ein ovales Etwas mit so zwei Punkten und einem Mund. Das ist... Was? Nicht mögen, es ist mir ein Rätsel. Aber das ist einfach Platz 1 und es ist... Ja. Ich kann da nicht zu mehr sagen. Es ist einfach pure Liebe. Damit sind wir am Ende. Das war meine Top 10 der Paldea-Pokémon. Wie gesagt, wenn ihr den Rest sehen wollt, unten in der Videobeschreibung einmal für alle 8 anderen genannt. Es ist schon niedlich. Ich würde es viel niedlicher finden, wenn es dann pink wäre oder blau, ne? Also ganz normal blau, wie halt das echt, wie auch das echte ist. Oder halt eine andere Farbe, aber doch nicht braun, Alter. Ich mag es nicht wegen dem Meme. Okay. Ich kann schon verstehen, also natürlich kann ich verstehen, wieso jeder so ein Lieblings-Pokémon hat. Also es gibt auch bestimmt Leute, die mögen Ultra Tatsugi, oder es gibt Leute, die mögen Ultra Paramo. Versteht man ja, ne? Ist ja sehr subjektiv. Aber ich weiß, also ja, ist halt alles subjektiv. Verstehe ich auch. Aber... Mir fallen sofort 10 Pokémon ein,
die halt besser sind. Unten in der Videobeschreibung. Einmal für alle 8 anderen Generationen verlinkt. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über ein Like und ein Abo freuen. Von dem her, bis dann. Vielen lieben Dank an die ganzen Kanalmitglieder und vor allem auch ein riesengroßes Dankeschön an die Patreons. Atmo, Drago. Sehr gut, okay. War ein nices Video. Gebt ein Like.